Zeugs aus der Vergangenheit. Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Ja, ein Haufen alten Zeugs. Was haben wir da? Lauter Dreck ist okay. Nein, ich habe bei mir nicht zu Hause ausgemistet. Eigentlich schon. Und da bin ich auf ein paar prähistorische Sachen gekommen. Er ist nicht mit Kopf über in der Altpapiertonne gesteckt. Nein, das habe ich einmal gemacht, weil ich ein Lego da weg gehabt habe und das weggesucht. Ich wirklich mein Restmülltonne umdreht. Kein Spaß. Ah, du hast die Restmülltonne umdreht, nicht die Restmülltonne dich? Dass nein, du in die Restmülltonne reinpasst. Ich habe die. Und Fotzen. Egal. Ich habe angerufen. Ich habe was gesucht und habe dabei das nicht gefunden, aber jede Menge anderes altes Zeugs. Und ich habe mir gedacht, wir reden einmal ein bisschen drüber. Das war doch eine relativ coole Idee. Das wird jetzt kein irgendwas, sondern einfach nur Sachen zum Herzagen, weil man denkt, habt ihr das vielleicht auch gehabt? Es ist vielleicht jetzt im Jahr 2020 ganz interessant, einmal drauf zu schauen. Wir machen das Ganze nicht chronologisch, wobei das, glaube ich, wirklich das Älteste davon ist. The Mickey Mouse Heft von Nestle. Nein. Ja, das ist Felix, der Hund vom Bauernhof. Ich habe das genommen, weil es ein Pixie-Buch ist. Beziehungsweise, und das ist wichtig, das ist jetzt ganz wichtig, da war er ungefähr 3. Da hat es ein Mickey Mouse Schokomousse gegeben. Ja, das steht sogar zweimal oben, so wichtig ist. Und es war damals schon Copyright bei Disney. Da war so ein Sticker, ich habe das aufgepickt und ich kann mich erinnern, das Schokomousse hat mega genial geschmeckt. Ich war 3 Jahre alt, sprich es ist 37 Jahre her. War aber großartig. Nichtsdestotrotz geht es jetzt ums Pixie-Buch. Wie schaut es bei euch aus, liebe Community? Habt ihr das? Wir haben eine Community. Ah, geschaut, Community, ja. Hilfe. Ja, alle 12. Habt ihr sowas auch gehabt? Sowas gibt es ja, glaube ich, heute noch, oder? Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber da war so eine große Schale bei einem Libro oder irgendwo und da sind lauter so Pixie-Bücher drinnen gewesen. Das habe ich erst aber, also das war genau wie früher. Und ja, habt ihr die gelesen? Ich meine, genauso wie das Quack, Quack, Quack der Enten am Teich. Stopp. Genauso wie das Quack, Quack, Quack der Enten am Teich. Punkt. Also das war ja wirklich, ich meine, 3 A's mehr. Zuerst liest man sowas und dann geht man zu Goethe. Es ist perfekt. Felix lief zum Kuhstall. Die Kühe machen Mühe. Mu, mu. Quietsch, quietsch, quietsch. Was war das bloß für ein Geräusch? Na, wir können da jetzt nicht weitermachen. Das darf die Spannung sonst bis zur Ekstase bringen. Nichtsdestotrotz, Pixie-Bücher. Hallo, euer Pixie zeigt euch heute ein Schlangenspiel. Da war ein Spiel. Okay. Ist ja geil. Betretenes Schweigen, um die Spannung und die Stimmung zu erhöhen. Ja, na, dass man es lesen kann. Also da kriegt man die Instruktionen für ein Schlangenspiel. Ich meine, und das alles wahrscheinlich zum Preis von 3,50 Mark oder 2 Schilling 48. So, was haben wir noch? Das, meine lieben Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, ist die Bedienungsanleitung von meinem ersten MP3-Player von She Digital Music. Perfekt. Bedienungsanleitung. User Manual. Zick her auf den Brückenkern. Zick her auf den Brückenkern. Okay. Und jetzt auf Klingonisch. Gut, man schlägt eine Seite auf und da steht Windows 98, 98 SE, ME oder Windows 2000/XP. Okay, ob es die Website jetzt noch gibt, schusshome.at. Wann hast du deinen ersten MP3-Player gekriegt? Ich habe meinen, glaube ich, zum Geburtstag gewünscht, der hat 512 Megabyte gehabt. Keine Ahnung, wie der war. 80 Euro sich, also so teuer damals. Aber ich meine, 512 Megabyte, das war die Welt.
Ich meine, es war sicher nicht vor 2005, weil da hatte ich noch die Schule im Ort und da habe ich zum, wie es die coolen Kids machen, zum Musik hören in der Früh noch keine Gelegenheit gehabt. Okay. Im Bus, da haben wir noch keinen Bus gebraucht damals. Also wir gingen in dieselbe Schule. Irgendwann ab 2005, Wir glaube gingen in ich. dieselben Schule, nur nicht in dieselbe Klasse. Und ich habe meinen gekriegt in der zweiten Klasse. Echt? Ja. Haupt. Es Gott dann auf jeden Fall mal mit einem Hauptschule. 256 MB und 512 hatte ich dann auch zwischenzeitlich einmal ein Handy. Und da bin ich dann immer da gehängt, mit einem müden Blick raus beim Fenster, Nebelschwaden. Man wollte einfach nur haben. Nebelschwaden im kalten Juni. Ohrenstöpsel drin und Leihlaufen lassen. Ist dann eine fette Renaissance-Musi, wo du gerade denkst, dass sie zwei Heere gerade in der Schlacht gegenseitig eintüdeln. Und so habe ich mich damals aufgeweckt. Vor der Mathe-Schularbeit. Mega, mega, also genial. Renaissance-Musi. Was mir noch an dem MP3-Player gibt es die Marken noch? Ski? Ich habe keine. Wenn, würde man sich unter dem Markennamen Ski jetzt was anderes vorstellen, Wahrscheinlich. ohne in irgendwas abgleiten zu wollen, in irgendwelche Abgleiten. Egal. Was mir an dem Geschehnhaften Untiefen. MP3-Player wirklich gut gefallen hat, war, man hat, also das, da sieht man ihn, man hat da die Tasten gehabt für Play, beziehungsweise Rec war ja integriertes Mikrofon auch dabei, war man ja fortschrittlich. Man hat da einfach den Stöpsel runtergenommen und dann war der USB-Hub direkt integriert und weiter und nach vor, beziehungsweise laut und leiser. Laut und leiser hat man da auf der Seite irgendwo Kasten gekriegt, zwei Knöpfe gehabt, beziehungsweise da unten war so ein Zaunradl, was immer wie mit so einer kleinen Noppen, was immer wieder auf die Nullposition gesprungen ist. Jetzt hat man so weitergeschalten. Das war der heiße Scheiß damals. Mega. So, was haben wir jetzt? A1 News aus dem Jahr 2008. Denn neu mit dem Handy chatten, Handy kaputt, A1 Reparaturservice. Das A1 Netbook um 0 Euro. Großes James Bond Special. Dann muss das 2008 gewesen sein wie Casino Royale oder 2007 Bitte mir oder ein, sowas. Casino Royale ist 6 kommen sogar. Ich weiß nicht, woher das war, aber ich biete mir ein, Casino Royale Oder wäre möglich, oder war es fett. vielleicht schon der nächste? Egal, aber ich meine, geht's noch? Es ist ja groß. Hör dir das an. Mach dein Handy zur Geheimwaffe. Punktet bei deinen Freunden als Geheimagent 007 und mach deinen Agentenstatus komplett. Die zahlreichen Specials zum aktuellen James Bond-Film gibt's gleich hier. Da muss ich mir jetzt nur erkundigen, weil das möchte ich auch. Das offizielle Handyspiel zum Kinofilm. Doc, das müssen wir uns runterladen. Coole Hintergrundbilder mit Charakteren und Filmausschnitten. Alter, ist ja mega. Die Titel. Ah, warte, da können wir gleich schon. Die Titelmelodie des Films Another Way to Die. In the West. War das Casino Royale? Ich hab keine Ahnung. Von Alicia Keys und Jack White. Nein. Ich weiß es Ich nicht mehr. biete mir ein zu Quantum Trost, das hat Kassen. Na, wir reden so Casino Royale. Ja, von Casino Real, Entschuldigung, ich glaube, das ist Quantum Trost. Suchen wir nach Hinweisen. Ein Hinweis, ein You Know Hin. My Name hat das Kassen Okay. von biete mir ein, hat das Kassen von Casino Real. Okay. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber bitte schaut euch dieses Gerät an. Es ist großartig, oder? Smartphones waren damals noch nicht erfunden. Und ja, da gibt es gratis ein Netbook. Vollwertiger Mini-Laptop mit Windows XP Home. Es ist ja arg. Nicht 99 oder 98, sondern 100% Mobilität. Ja, schon 160 GB Festplatte. Großes 10-2 Display. Steht da irgendwas von Alter, ja, das Rechenleistung? inklusive, scheiß auf die Rechenleistung, 5 GB Datenvolumen um 29 Euro pro Monat. Das ist ja grenzenlos mega. Ja, dann ist das Quantum Trost Das unten ist steht ja bis 31. Jetzt denke ich mit dem Finger, 2008. 8. Das ist ja mega. Ein Quantum Prost. Das ist Ja, das ah, ist ein Quantum Prost. ein Quantum Prost. Mega. Mega, mega, mega. Also eine wunderbare Zeit, da sieht man einmal Craig Daniel. Wäre ganz cool. Das ist aber kein Handy, was er da in der Hand hat. Da gebe ich ihm noch ein bisschen Zeit zum Wurscht. Digitalisieren, dann kann er mit dem auch telefonieren. Ist okay.
Dann gingen wir jetzt ungefähr 37 Jahre in die Vergangenheit und dann haben wir ein Pokémon-Buch, nämlich das Abenteuer beginnt. Mit farbigen Bildern aus der TV-Serie. Das fällt in die Kategorie, Pokémon ist gerade überall, man kommt nicht dem ganzen Wahnsinn, Irrsinn aus. Pikachu war damals noch blöd. Und man hat einfach irgendwas genommen, hat Bilder aus der Serie fotografiert, hat das entweder in Karten oder Bücher oder irgendwas gedruckt und hat es zu Geld gemacht. Weil das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, ich muss jetzt das wissen, dass ich mir denke, Alter, die Hauptfiguren, wie alles beginnt, Pikachu, bist du deppert, der Ash Ketchup, die Misty, dann ist der Pikachu, der Ash. Der Professor Der Eichhorn. Professor Eichel. Besteige Möglichkeit zum Moralzug nach Das Eichelgarten. hast jetzt du gesagt. Hör auf, sonst wird's gebannt. Team Rocket, sie heißt Jesse, er heißt James. Mega. Was hat Dann der haben wir noch Beste einen damit zu tun? Gary. Ja, Der Gabi? der Gary, wie alles beginnt und auf dem Rocco wird wieder kackt, ist eh klar. Gut, da hat man, egal, das ist wie quasi die Serie von Staffel 1 angefangen hat. Oh, da ist ein Lesezeichen. Ich bin bis Seite 46 gekommen. Was mich nicht interessiert Bist du weit? hat. Schon, aber bitte Entschuldigung. Also, das ist schon ganz großes Kino, was wir da sehen, oder? Hey, was geht? Wo? Bitte, dein offener Mund schaut aus wie ein Pizzastück. Ah, Vögel. Wo? Ja, Dein Mund mega. schaut aus wie ein Pizza. Wow, Mati. Ich bin cool, mein Pikachu ist kaputt. Gib mir dein Fahrrad. Und ein Albtraum-Pikachu sorgt für glückliche Nächte. Mats, Mats. Wie? Und da in den Pokéball, aber es möchte nicht hinein. Na, dann fangen wir ein Raupi. Weil Das so viel es besser ist ist. am besten. Und da tanzen Pikachu und Raupi. Und der Mond geht auf. Ist es nicht großartig? Es ist großartig. Das ist das Zeichen für Kapitalismus. Wurscht was, wir machen Geld draus und alle verkaufen es. Der Kapitalismus ist. Kommunist! Nein, weil sonst wird es peinlich auch noch. Ja, danke für den Hänger. Was wollt ihr jetzt sagen? Du wolltest das nächste Objekt bei Na, der na, heutigen na, 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 Versteigerung na, 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 vorstellen. na, na, na. Kapitalismus. Kapitalismus. Genau. Ja. Und ich wollte sagen, und ich wollte dann nur darauf sagen, Kapitalismus ist doch nur für die Leute schlecht, die kein Kapital haben, sondern es nur im Und ich Studium habe dann anschauen dürfen, wie Kommunismus sie. gesagt und ich wollte jetzt aber dann noch irgendwas. Ich wollte auf irgendwas hinaus. Wahrscheinlich wolltest du einfach nur sagen, Bourgeoisie. Punkt. Ist ein Running Gag, das wollte ich gar nicht aussprechen, aber es ist okay. Punkt. Und dann haben wir noch ein K-Club-Heft aus dem Jährchen, das haben wir zuerst eh nachgeschaut, ich glaube es 4 steht, glaube ich, irgendwo. 2004, Oder Bühne 5? Mai, ja? Juli 2004, ist es nicht großartig? Neu, nur 2,40 €. Yu-Gi-Oh! Geheime Kinovorschau. Hip-Hop-Tracks mit DJ Was? Es gibt kein Doppel-K. Inuyasha endlich wieder im TV. Schreck 2, der tollkühne Held kehrt zurück. Fußball-Ex. Was haben wir da für Spaß ohne Grenzen? Zuerst mal eine Werbung für Harry Potter Teil 3 als Spiel. Nicht Für PlayStation 2, kompatibel für iToy, PC, CD-ROM, Game Boy Advance, Nintendo GameCube, Xbox, EA Sports in a Game. Weiß jeder. Da haben wir Beyblade. Es ist großartig. Bernd the Brat. Das Spongy. Es war eine wirklich wilde Zeit. Duel Masters! Gibt's das noch? Da ist so viel flüssiges Dextro Energy. Oh Gott, mir ist schon schlecht. Erkan und Stefan, der dort kommt voll krass. Kinder Country. Mit irgendwas. Spider-Man 2. Doc Ock. Bist sicher, dass das so eine schöne Zeit war? Wenn ich mir das jetzt anschaue, na. Das eher, aber das, naja. Kapitalismus. Aber gut, im Prinzip
kann man eigentlich sagen, dass das ja nichts anderes war. Man hat einfach irgendwelche. Es war ein Zeitschriftenmagazin. Zeitschriftenmagazin, das muss ich damals sagen. Es war ein Magazin, eine Zeitschrift, wo einfach irgendwelche Sachen beworben worden sind. Hey, mit hey, schaut das, kauft euch den Schwachsinn. Gott sei Dank ist es das in Zeiten von Amazon anders. He? Da kauft jeder nur mehr zielgerichtet, was er braucht. Ist es nicht so? Mm. Schreck ist back. Verstehst du das Wortspiel? Es gibt eine riesen Gewinnaktion. Da kann man Comics gewinnen. Total bei Alter. Donkey Kong Country 2 für den Game Boy Advance. Und Bernd das Brot. Aus Holz. Na sicher. Nichts haben wir gehabt. Sogar nichts. Der Game Boy war aus Holz. Ist es nicht großartig? Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Jungs. Ja, damals war Gender noch nicht erfunden, da steht nämlich nur Jungs. Das hat es damals nicht gegeben, ja. So. Digimon. Keine Ahnung, kommt mir bekannt vor, weiß ich nicht. Yu-Gi-Oh! Weiß ich auch noch. Digimon, Tabaluga, typisch Andy, Digimon, Oggi und die Kakerlaken, kommt mir bekannt vor, weiß ich aber nicht mehr. Also der. Sei ein Fox, Sammelblut. Es ist. Alter! Games im Check. Da gibt's Spiele zum Checken, zum Ausprobieren. Crash Bandicoot Fusion für den. Das haben wir doch gesagt. Das war doch Fusion, oder? Das war das, was man auf deinem schmucken, ja, Emulator-Teil gemacht haben. Ne? Ja, das ist richtig. Donkey Kong Country 2, Game Boy Advance. Transformers. PlayStation 2. Das war ein Blick wert. Mario Golf. Golf. Da gibt's Cheats. Alter. Herr der Ringe, des Königs für GameCube. Na schön. BMX. Batman Rise of the Irgendwas. Es war schon eine ziemlich verrückte Zeit. Das ist alles nur so die frühen 2000er, wo du denkst, ja, die Schutz waren noch nicht erfunden. Nein, die haben wirklich den Hund damals unter Wasser gesteckt. Ein Mr. Bean Comic. Cool. Was haben wir da? Einen Burger. Oh Gott. Haifischburger. Wie kann man einen Burger aussehenstechnisch so verstanden? Wenn ich das schon her, das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen, mit beiden Händen gut durchkneten und anschließend zu Frikadellen formen. Gut, wem es gefällt. Das Geile ist, das ist eine Fälschung. Wir müssen die Beweismittel vernichten. Was macht denn das? Urgeil, ist da vielleicht... Das jetzt zu essen? Was mache ich damit? Das ist eine Fälschung. Wie kommst du auf Fälschung? Entschuldigung. Er hat ja nie wirklich gespielt, das muss man dazu sagen. Aber das, meine Freunde der guten Unterhaltung, war eine Fälschung. Okay. Geil, vielleicht findet man noch was. Findet man noch was? Reiten wir los. Bodenhaare für die PS2. SpongeBob in Unterhosen. Interessant. Bob der Baumeister, das war die Togo-Tour, gell? Ich habe mich immer gefragt, warum die nicht zu mir kommt, bis ich irgendwann verstanden habe, dass das nur Deutschland ist. Alter, kann man da irgendwas lesen? Ich meine, SpongeBob. Yu-Gi-Oh! Dragon Ball! Da schreibt man nicht mit Fall. Okay, gut. Und da, was haben wir da noch? Die Seite der Wahrheit. Hast du alle Rätsel gelöst? Das sind dann die Auflösungen von den Dingen. Ha, schau, SpongeBob und Yu-Gi-Oh! Haben wir richtig gehabt. Dragon Ball A. Alter. K-Club Online. Ob es das noch gibt? Wir müssen auf jeden Fall am 11. August am Kiosk sein. Da kommt die neue K-Club raus. Dann müssen wir uns beeilen. Ah ja, und hinten gibt es noch exklusiv geheime Informationen zu den neuen Bionicles. Metro Nui. Wir sollten uns beeilen.
Schnell auf in die U-Bahn, die hast du Metro. Sonst kommen wir, Metro, sonst kommen wir zu spät. Gut, also das war doch eine 20-minütige Reise in die Vergangenheit. Zu den Kadaver legen wir da auch her. Einfach weil er für alles Lustige und Schlechte aus dem frühen 2000er steht. Ein Wahnsinn. Wir haben uns einfach gedacht, wir wollen es euch sagen. Genau, und jetzt wieder willkommen zurück, vermutlich im Jahr 2020. 2021. Da geht die Party ab. Es wird großartig. Deshalb. Grüß euch. Und. Tüdelü.